Trotz der selbstlosen Arbeit unserer Wohltäter lauert der Feind da draußen in den Schatten. Sagt er, und was passiert? Es schneidet zu mir. Lulululul. Er ist überall. Ich rieche ihn. Riecht ihr ihn nicht? Dieses fremde Aroma? Magie? Unrat? Es wärmt mir das Herz, euch vor mir stehen zu sehen. Für das einstehen zu sehen, was gut und gerecht ist. Kann ich hier noch irgendwas anderes glorreich machen? Ich glaube nicht. Verwandte. Glorreich an dieser Person gibt es nichts Ungewöhnliches. Nichts sticht sonderlich hervor. Ja. Die Kapuzen sollen wahrscheinlich ihre Identität verbergen. Es verheißt nie etwas Gutes für eine Bewegung, wenn ihre Mitglieder Angst davor haben. Ohne Witz, das ist die einzige Person, die besonderer aussieht, weil ihre Arme frei sind. Ich bin zu weit weg, um einen richtigen Eindruck dieser Person. Ich bin zu weit weg, um einen richtigen. Ihre Körperhaltung ist merkwürdig. Vom Magischen in die Knie gezwungen. Fast als würde sie sich leicht zur Seite neigen. In den Bankrott getrieben, ins moralische Verderben. Einfache, unkomplizierte Männer und Frauen, in die eine Irre geführt vom teuflisch-dämonischen Magischen, dem Nekromanten. Ich sagte ihnen, wir müssen ihm entgegentreten, eine Asadia-Variante. Ihre Hände sind rau. Wir müssen uns versammeln, hinter unseren Wohltätern, hinter den unseren. Seine rechte Hand zeigt Anzeichen eines starken Rauchers. Seine Finger und Nägel sind gelblich und rissig. Ist jemand, der aufsteht er riecht nach und für die Sache der Menschen spricht. Der das ist recht angenehm. Ich gehe durch die Versammlung und rieche an allen Leuten. Ihre Kleidung riecht kräftig nach Teer und Rauch. Ihr kennt mich. Sie muss eine Fabrikarbeiterin sein. Ihr wisst, ich erstrebe sein linker weder Arm zuckt noch immer Reichtum. Wieder. Nur er scheint irgendeine Funktionsstörung Licht, der Muskeln zu haben. Ich will Gerechtigkeit. Er muss Unterkleidung aus Leder Menschen tragen. Wie euch. Sie macht unangenehme, knarrende Geräusche. Ja. Sein Bart ist mit ich etwas gesprenkelt, das euer wie Mehl Diener aussieht. Vor euch. Vielleicht ich ein stehe Bäcker. Hier als euer bescheidener Seine Atmung Diener ist unregelmäßig und flach. Bald er sollte wird einen die Stadt Arzt einen aufsuchen. Neuen Rat wählen. Sie einen neuen etwas Anführer. Vor sich hin. Jemanden, der Verantwortung für die Gesetzeslosigkeit in diesen Wiegenlied. Düsteren Gassen übernehmen wird. Sie riecht unsere ganz Wohltäter nach leisten Großes. Fleisch. Mutige, wichtige, sie rühmliche Arbeit leisten sie. Er riecht aber nach Lavendelöl. Sie können nicht überall sein. Der Arzt. Sie können euch nicht alle vor euren finsteren nervige Nachbarn Angewohnheit schützen. Ständig mit der und Zunge wo die zu Asadi es nicht schaffen. Jetzt habe ich schon alles mir angeguckt, Mann. Dort ihre kann die Körperhaltung ist merkwürdig. Nehmt Onua etwa Hilleris. Diese Papierdrachen, die er gerade führt über uns diese nationale Front ja. für Glaube und Familie ja. an. Diese blasphemischen Konstrukte. Jetzt habe ich mir jede der Personen mal angeguckt, aber ich weiß immer noch nicht, was ich hier genau machen soll. Vielleicht sollen wir uns noch irgendwelche anderen Sachen, vielleicht hier bei den Kisten irgendwas Besonderes drin? Lustig, wie er an jede der Personen rangegangen ist und immer gleich... Ah, du riechst nach so dem und dem. Nicht überall eingreifen. Jedes treulose Kind einsperren. Du wirst nicht in der Lage dazu sein, wieder zurückzukehren, wenn du den Bereich verlässt. Alles klar. Den Wechsel. Sollen wir ihm noch ein bisschen zuhören? Ja. Stimmt für Glaube und Familie. Stimmt für Blut, Land, Ehre und das Menschsein. Wählt die nationale Front und wählt euren bescheidenen menschlichen Diener. Meine Wenigkeit, Onor Hilleris. Unter meiner Führung wird der magische, dieser unmenschliche Zuzügler, der finstere Nekromant und Hexer, aus unserer Heimat verbannt. Unsere Kinder werden wieder in Sicherheit spielen können. Die Tugend unserer Frauen wird geschützt. Und diese düsteren Gassen werden vom Lichte der Göttin erhellt und mit wohlriechenden heimischen Kräutern geschmückt. Vielen Dank. Danke, dass ihr alle gekommen seid. Vielen Dank. Danke, dass ihr gekommen seid. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Nein, ah ja, wichtig, duftende Kräuter sind natürlich immer gut. Na noch, das war wohl nur das Ende der Rede. Aber ich habe jetzt an allen möglichen Leuten geschnuppert, aber irgendwie hat da vor sich keinen... Identifiziere auf dem Markt der Altstadt den Azadi-Kollaborateur. Ah, so ist das. Okay. Aufgeben. Nein, 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 nein. Das Licht der Göttin steht für Aufnahme, nicht für Ablehnung. Sie lächelt Onua auf Hilleris. Alle guten Menschen. Okay. Diese tschüss. Ich dachte, ich muss so lange dort die Leute durchgehen, bis ich irgendwann jemand wirklich Auffälliges sehen werde und dann mir denken kann, ah, du bist doch der und der oder du kommst mir bekannt vor. War aber gar nicht so. War gar nicht so. Ich musste mir einfach versuchen zu merken, nach was die ganzen Leute riechen.
So, einer hatte eine komische Fehlstellung, stand so ein bisschen zur Seite da. Jemand anderes nach Rosenduft. Jemand anderes nach Lavendelöl. Also da gab es einiges. Oh, was sucht ihr denn hier? Wo seid ihr gewesen? Wartet, ich bin noch nicht fertig. Leute, ich bin eigentlich noch nicht fertig hier. Was gibt's? Aber nur du bist hier. Hallo? Wo seid ihr gewesen? Bei einer Versammlung der Nationalen Front. Auf der Suche nach eurem Überläufer. Nur ein Verräter kann einen Verräter finden. Meint ihr, ihr könnt ihn uns zeigen? Kann ich. Na dann los, bevor wir ihn verlieren. Naja, aber erstmal... Stand der Typ eigentlich schon vorher da? Sie verkauft Kräuter und Tränke, allesamt nicht magisch. Behauptet sie zumindest. Ich verkaufe Kräuter. Ist hier irgendwas auf dem Tisch? Ich wollte gucken, ob auf dem Tisch hier vielleicht irgendetwas nach dem Duft riecht. Muss ich nah rangehen? Die Magischen halten ihre Köpfe hoch. Es ist schwer, das Gefühl abzuschütteln. Frei herumlaufende Magische seien etwas Falsches. Oh. Aber ich muss mich daran gewöhnen. Ich kämpfe jetzt für sie. Sein Atem ist schwer und feucht. Gah! Oh, was? Sagte Mann! Ich hab Leckeres aus dem... Ach so, nein! Was ist denn los? Fuck! Hilfe! Hilfe! Ich wusste nicht, was das Symbol bedeutet. Ach so, das war nicht der Richtige. Okay, puh. Ich dachte schon, ich hätte jetzt jemand Unschuldigen dran gekriegt. Warte. Häppchen, Gaumenfreuden, lecker. Ich biete auch hier einige Sachen. Ihr seht nicht aus wie meine Schnitterin. Denkt an mich. Führende Zauberschnitterin. Nein, nein, nein. Ich brauche Menschen. Ich brauche Menschen. Warte. Alles zugelassen und genehmigt. Oh, fuck. Die Quest ist abgeschlossen. God damn it. Are you serious? Exotische Öle. Es gab doch, also der mit, sein Bart hat mich dran erinnert an die Leute, die verschleiert waren. Jemand hatte da auch so einen Bart. Aber ich wusste nicht, dass das linke Symbol heißt sofort ausliefern. Ich dachte, ich könnte damit irgendwie die Person anhalten, erstmal mit ihr reden oder genauer angucken oder was auch immer. Damn it! Instant ausgeliefert. Ja, eventuell kriege ich dann einen Poppes versohlt, dass ich die falsche Person rausgeholt habe. Das könnte auch sein. Also es gab jemanden, der sehr flach geatmet hat, aber ich bin mir nicht sicher, ob jemand, der... Ob es jemanden dort gab, der schwer und feucht geatmet hat? Ich glaube nämlich nicht. So, dann haben wir immer noch die beiden anderen Quests. Die Asadi-Lieferung am Südtor zu zerstören. Warte, lass uns mal gucken, wo das Südtor ist. Eventuell ist das gar nicht der Hafen, sondern ich muss irgendwo anders hin und habe das nur übersehen. South Gate. Ach, siehst du doch, das ist das Tor... Ups, das ist das Tor, was zum Hafen hinführt. Da war ich schon. Moment. Ah, ich war nur vorher die ganze Zeit an den anderen Wänden hier bei dem Südtor und habe mir die ganzen Lieferungen, Kisten, Rohre und sowas angeschaut. Aber hier in der Ecke ist die eigentliche Lieferung, glaube ich. Guck mal hier. Stahlnägel. Stahlnägel. Aus dem westlichen Asadi importiert, vermute ich. Damit werden die Röhren in der ganzen Stadt befestigt. Ich nehme an, wenn ich die Kiste mitgehen lasse, können sie nicht mehr befestigt werden, oder? Es gibt nämlich nur diese eine Kiste. Solange ich ruhig bin, gleiten ihre Blicke an mir ab und ich bleibe unsichtbar für sie. Ein irradianischer Schleier kann äußerst effektiv sein. Hier ist noch eine auffällige Kiste. Es heißt, zerstöre die Sachen, aber was genau ich hier machen soll? Stahlnägel. Nein! Aus dem westlichen Asadi. Der Aufbau des Röhrennetzes scheint beschleunigt zu werden. Überall sind Wagenladungen mit Metallröhren und die Arbeiter schuften bis in die Nacht. Nie passiert hier unten was. Nie passiert hier unten was. Die Röhren werden sowohl hier als auch in Asadi hergestellt. Und man bringt ganze Schiffsladungen her. Sie brauchen sicher Tausende, um die ganze Stadt abzudecken. Ja, ja, aber wie kriege ich jetzt hier etwas irgendwo her? Womit ich den ganzen Scheiß kaputt machen kann! Zerstören! Außer dem Seil habe ich nichts anderes gesehen hier am Südtor. Und ich wüsste nicht, wie man mit einem Seil irgendwas kaputt machen kann. Vielleicht... Oder vielleicht sind es diese Kisten dort? Warte, vielleicht... Oh! Aha! In diesem Fass ist Schwarzpulver.
Sie verwenden es für die Musketen und Kanonen. Es ist ein sehr wirksamer Sprengstoff und ein gutes Treibmittel. Eine Handvoll sollte genügen. Nice. So, jetzt entdeckt mich der eine Typ gleich. Das Seil könnten wir nehmen, so als Lunte zum Zünden. Aber gucken wir erstmal, was ich mit dem Zeug machen kann. Kann ich das noch irgendwie näher untersuchen? Nein, einfach Schwarzpulver. Okay. Warte. Dann irgendwie hier in die Nägel untermischen oder so? Nein. Okay. Oder vielleicht jetzt nochmal auf die Nägel ansprechen? Stahlnägel. Jawohl. Aus dem westlichen Asadi importiert, vermute. Ein Nagel, frisch aus der Stahlmühle. Dafür könnte ich Verwendung haben. Ah, da hatte ich nur... Ich war nicht nah genug dran an dem Ding, damit ich das aufheben konnte. Aber bei den Rohren ist es nicht so, oder? Dass ich irgendwie halb auf ihnen aufstehen muss, damit ich sie mir greifen kann. Ich glaube nicht. So, kann ich damit das schon irgendwie... Nee, oder? Ich wüsste nicht, warum ich das machen sollte. Okay. Vielleicht können wir es jetzt nochmal wegen dem Seil probieren. Mich macht es derzeit echt ein bisschen wahnsinnig, dass ich nicht dieses Seil einsammeln kann. So, warte, was haben wir hier noch? Oh. Das muss die Lieferung sein, von der Liko gesprochen hat. Ah. Die Kisten und Fässer sind alle mit dem Asadi-Siegel gekennzeichnet. Okay. Da hinten werde ich gleich von der Wache erkannt. So, kann ich dann... Okay, hier kann ich nichts verwenden. Macht auch keinen Sinn. Ich probiere gleich mal das mit dem Seil aus. So, du siehst mich nicht. Ich bin nur jemand mit einer Kutte, der wegguckt. La 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 la. Gut, ich nehme an, so ein dickes, schweres Seil wird nicht unbedingt geeignet sein als Lunte, weil das brennt nicht gut. Aber wer weiß, vielleicht kann ich doch irgendetwas damit hier kombinieren. Das ist ein robustes Seil. Oh. Wahrscheinlich vollgesogen mit Salzwasser. Jetzt kann ich es auf einmal nehmen. Zieh dir rein. Davor ging es nicht? Weird. Vielleicht brauchte ich erstmal das Schwarzpulver oder so? Oder vielleicht bin ich... Nee, eigentlich bin ich das letzte Mal schon wirklich ganz nah rangegangen mit der Nase fast drauf. Weird. So, kann ich jetzt irgendwie hier von wegen Lunte? Kombinierbar? Nein. Shit. Ups. Was macht ihr hier? Nix. Was macht ihr hier? Nothing. Es ist nur die Frage, wo wir das befestigen wollen. An einem der Röhre hier oder sowas? Ich bin sicher, wir werden noch früh genug mehr über die Röhren erfahren. Derzeit müssen wir uns um anderes kümmern. Vielleicht müssen wir uns auch zuerst um den Boten kümmern. Wisst ihr was? Ich glaube, ich laufe nochmal zum Boten. Hier. Jetzt habe ich noch ein paar Ideen. Und zwar, wenn der Bote vorbeikommt, jetzt haben wir halt das Seil, mit dem wir ihn endlich mal fesseln könnten. Oder aber, was mir auch gekommen ist, eventuell den Nagel irgendwo auf den Boden legen, damit er auftritt und dann au, 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 au und zur Seite hüpft und dann irgendwie hier reinkommt. Aber das geht wohl nicht, wenn hier keine Stelle ist zum Interagieren. Jetzt müssen wir nur noch warten, bis der Typ tatsächlich vorbeikommt. Goddammit, ich kann ihn nicht fesseln. Ah! Folgt ihr mir? Ja, ich folge dir, aber ich weiß nicht, was ich machen soll. Hier, Nagel in deinen Kopf. Goddammit. Ich meine, gut, hier wäre es auch ein bisschen... Hört auf, mir zu folgen. Ja, ich versuch's ja. Fuck. Ach, shit. Ich weiß nicht, was... Habe ich irgendwo vielleicht noch irgendwelche Objekte übersehen zum Einsammeln? Die ich irgendwie kombinieren könnte mit den Sachen, die ich jetzt aktuell habe? Mal sehen. Oh. Wo geht das nochmal lang? Schwer in diesem Licht überhaupt was zu erkennen. Rechts, links, links ist recht. Links. Ah, oh Gott. Jetzt ist es, also ich denke, jetzt ist es voll klar für mich, was ich machen muss. Das letzte Mal habe ich diese Cutscene nicht gesehen, weil ich genau in dem Moment auf die Karte hier geguckt habe. Ah, weil er rätselt hier so rum, wir können die Straßenschilder einfach austauschen. Darauf steht Wächterhof. Easy.
Easy, easy. Auf dem Schild steht Urtrins Steige. Ganz genau. Und dann... so rum, zack. Und dann wieder andersrum laufen. Jetzt haben wir die Schilder ausgetauscht, das heißt, er muss da lang laufen. Dann habe ich vielleicht den Checkpoint die ganze Zeit falsch verstanden. Da habe ich die ganze Zeit gedacht, der Checkpoint wäre da draußen im Halbdunkel. Guck, jetzt kommt er hierher. Und jetzt soll ich ihn dann hier irgendwie boxen oder so? Oi. Das sieht nicht aus, als wäre es recht. What the fuck? Hä? Die hat mir versprochen, dass sie ihm nichts antun wird. God damn it. Von hinten. Wo ist der verdammte Schütze? Das kann doch nicht wahr sein. Ja, ermordet. Wofür? Völlig Unnötiges. Eben. Damn it! Ich habe wirklich mein Bestes gegeben. Kann ich irgendwie das Ding... Die Nachricht des getöteten Boten. Versiegelt mit einem Asadi-Symbol. Vermutlich für den Turm gedacht. Soll ich das öffnen? Warum nicht? Ich müsste das Siegel aufbrechen. Nein. Okay. Die Maulwürfin würde es merken und wäre vermutlich nicht sehr erfreut darüber. Unsere Abmachung könnte ihre Gültigkeit verlieren. Okay, das könnte auch sein. Ich dachte mir, wenn ich schon die ganze Drecksarbeit machen muss und da ist wahrscheinlich jetzt nichts so dermaßen Sensitives an Informationen drin, dass nur die Maulwürfin bekommen sollte, dann kann ich auch ruhig reingucken. Aber ja, er hat wahrscheinlich recht, weil wir wollen ja, wie es aussieht, garantiert auf Nummer sicher gehen, dass die Maulwürfin uns unbedingt helfen wird, sobald wir ihr geholfen haben. Und da sollten wir wahrscheinlich keine Risiken eingehen, stimmt schon. Wenn ihr ein Geist seid, lasst mich einfach in Ruhe. Ich bin kein Geist. Vielleicht werden die Quests sogar tatsächlich so Hand in Hand gehen, dass wenn wir jetzt der Maulwürfin helfen, dass sie uns vielleicht die Hilfe zuspricht, so generell Unterstützung für die Zukunft. Und vielleicht kriegen wir zusätzlich dann noch irgendetwas zum Kombinieren. Also irgendetwas für unser Seil oder irgendetwas, womit wir das Schlafpulver nicht ganz, das Schwarzpulver entzünden können. Mal sehen, mal sehen. Wenn das tatsächlich so ist... Dann bin ich gespannt, ob die zukünftigen Rätsel quasi genauso sein werden, dass man nicht selbst irgendetwas finden muss oder über irgendetwas nachdenken muss, sondern dass man quasi einfach von einer Quest in die nächste so Hand in Hand umgeleitet wird. Wobei, das mit dem Boten hätten wir auch als erstes machen können jetzt. Ich habe nur die eine Cutscene nicht gesehen, wo er so verwirrt auf die Schilder geguckt hat, wo ziemlich eindeutig gezeigt wurde, hey, mach was mit den Schildern! Wegen der Karte. Oh! Diamit! Asadi kehrt zurück, um sich sprichwörtliche Hand waschen zu lassen. Ganz genau. Die Maulwürfin hat mich getäuscht. Sie sagte, dem Laufburschen werde nichts geschehen und sie haben ihn trotzdem getötet. Außer Rache und Grausamkeit kann ich keinen Grund für diesen Mord erkennen. Wie kann ich so jemandem trauen? Diese Lüge darf ich nicht durchgehen lassen, sonst wirke ich schwach. Quatsch, du weißt doch gar nicht, ob das die waren, aber wir sollten trotzdem fragen. Es ist nicht nötig, die Maulwürfin zu verärgern. Wenn ich will, dass sie uns Waffen gibt, muss ich nach ihren Regeln spielen, ganz gleich wie heimtückisch sie sein mag. Und meine Mission war es, Waffen zu besorgen, nicht das Leben eines Laufburschen zu schonen. Nee. Er war nur ein Junge, hatte niemandem etwas getan. Hasst sie die Asadi so sehr, dass sie völlig davon geblendet ist? Das würde ich machen, eher neutral fragend. Warum habt ihr den Laufburschen töten lassen? Gute Frage. Warum hielten Asadi für nötig, Banda-Kinder zu töten? Weil eines Tages sie glauben, Banda-Kinder werden Banda-Frauen und Männer. Und dann kommen Asadi holen. Besser dafür sorgen, dies nie geschieht. Hm. Wenn sie etwas auf dem Herzen hat, sollte ich sie reden lassen. Also,
Haben Sie den Boten doch getötet? God damn it! Und das, obwohl sie es mir versprochen hat. Unfassbar. Okay, aber ich lasse sie zu Ende erzählen. Ein Tod kann einen anderen nicht aufwiegen. Das ist wahr, Asadi. Vergeltung mag kontraproduktiv sein. Aber euer Volk muss für sein Verbrechen auch leiden. Muss Konsequenzen seines Handelns sehen. Muss Schmerz spüren. Und dieser Mann, dieser Junge, er war zur falschen Zeit am falschen Ort. Ist sicherer so. Er kann nicht zurücklaufen und uns verraten. Oder euch. Ihr redet davon, mein Volk leiden zu lassen. Aber mein Volk weiß nichts darüber, was hier im Nordland vorgefallen ist. Das könnt ihr nicht allen Asadi zuschreiben. Wie öffne ich ihre Augen? Wie lasse ich sie begreifen, unseren Verlust? Banda Banta existieren nicht mehr wegen Asadi. Ich kann viele Monde Zähne knirschen und Krallen schärfen. Ändert Wahrheit nicht. Euer Volk wird nie betrauern meines. Aber wenn ich Leben nehme, lasse Mutter Verlust von Kind erleiden, Freund vermissen Freund, Ehemann vermissen Ehefrau, dann vielleicht wird jemand denken an meine. Dann vielleicht wird jemand erinnern an unseren Verlust. Ich bin nicht sicher, ob das so funktioniert. Vielleicht nicht, Kien von Asadi. Aber man kann immer hoffen. Ich halte vielleicht nicht jenen Teil von Vereinbarung, aber ich halte wichtigsten Teil. Euer Widerstand wird Waffen bekommen. Alle Waffen, ich habe zu geben. Ich brauche noch einige für meine Leute. Schärfstes Schwert, schnellste Axt, stärksten Bogen. Aber Rest geht an euer Volk. Nicht euer Volk, Asadi. Euer Volk Rebellenbewegung. Sonst wäre idiotisch. Natürlich. Vielen Dank. Meine Leute nehmen Kontakt zu euren Frauen. Und auch Männern. Geht jetzt, Asadi. Ist dunkel und spät. Und ich werde schlafen. Schlafen und träumen von glücklicherem Tag in Bau. Weiter nördlich. Als Lachen von Kindern füllte jeden Gang. Träumen von Freunden und Familie, während ich trauere um alle. Ach, herrje. Oh, wir können sie noch mehr befragen, zu sich und so weiter. Schwer zu glauben, dass so ein kleines Ding Dutzende von Leuten befehligt und über Furcht und Respekt gebietet. Warum sollte ich sie in Frage stellen? Wir wissen nicht, zu was sie wirklich fähig ist, also... Sie ist eine magische und hat offensichtlich nichts für mein Volk übrig. Oder für Menschen im Allgemeinen. Warum also gehört sie nicht zu den Rebellen? Das ist vielleicht eine bessere Frage. Warum habt ihr euch nicht dem Widerstand angeschlossen? Die Hirtin fragt gleiche Sache. Warum nicht kommt zu Widerstand? Wie schnell alle vergessen, wie sie Banda zuvor behandelt. Wie sie herabsehen auf uns. Nennen uns Maulwurfsmensch, Dreckbewohner, Stummelschnauze und Bodenaffe. Jesus. Die Magischen behandeln Banda ganz ähnlich, wie Menschen behandeln Banda. Wie Dreck unter Zehennagel. Wie Unrat. Ich empfinde nicht Liebe für Widerstand. Ich habe nicht Verwendung für Widerstand. Aber er bekämpft Asadi. Also ich verkaufe euch Waffen, Nahrung, Medizin. Bekämpfe nicht Widerstand. Feind meines Feindes ist, naja, nicht Freund, aber immerhin nicht Feind. Interessant. Gut zu wissen. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass auch selbst die Rebellen und die magischen Völker die Banda, ich nehme an, das ist die Maulwurfsrattenrasse hier, dass sie sie alle wie Schmutz behandeln. Gott, die Arme, ey. Wann immer sie mein Volk erwähnt, kommen Hass und Verbitterung durch. Was haben sie ihr angetan? Die Maulwürfin will ich da nicht anklicken, weil jetzt, wenn alle sie ständig wie Dreck behandeln, dann will ich sie nicht auch noch in Frage stellen. Asadi haben überall Kacke getrieben, aber vielleicht können wir trotzdem nochmal was Näheres dazu erfahren. Die Asadi-Soldaten,
Sie haben euer Dorf angegriffen? An helllichtem Tag. Sie kommen. Wir huschen weg. Menschen nie gutes Zeichen. Menschen immer Ärger. Aber nie so. Niemals so. Wir huschen in Bau und schließen Luke und singen sanft zur Erde, um neuen Gang zu machen. Nur für Fall, nur für Fall. Aber Asadi-Soldaten, sie haben Plan. Sie sind gerissen. Sie verdecken jedes Loch und dann werfen Feuer in Bau. Feuer, das schwarzen Rauch macht. Kinder, Alte, Schwache. Viele ersticken, der Rest, wir sind blind, wir weinen. Wir kriechen hoch, aus Bau hinaus. Sieh nur lachen. Asadi warten auf uns mit Keule und Schwert und Speer. Sie lachen, während sie morden. Wir versuchen mit Flehen. Ich stolpere. Schwert schneidet mein Ohr. Höre nicht so gut in Ohr jetzt. Ich stoße Kopf, falle in traumlosen Schlaf. Als ich aufwache, meine Welt verschwunden. Alles wegen Asadi. Alles wegen Volk von euch. Na je. Ich sollte meinen Auftrag fortsetzen. Ja, ich werde dich hier in Ruhe kontemplieren lassen, meine Waulmürfin. Ich muss gehen. Mond zieht weiter. Nacht hat nur wenige Stunden. Ganz genau. Interessant, was man da alles erfahren kann. Möchtest du mir noch irgendwas sagen? Er behält mich die ganze Zeit im Auge. Die Maulwürfin ist gut geschützt. Der sieht schon so richtig schmierig aus mit seinen schwarzen Handschuhen und mit allem drum und dran. Der sieht richtig so aus, wenn ich was Falsches sagen würde, als ob er mir von hinten einen Dolch durch die Rippen stoßen würde. Lieber Ufbase! So, was haben wir alles noch dabei? Die drei Gegenstände, gut. Schade, ich habe nichts von ihr bekommen. Ich hätte gedacht, dass vielleicht noch eins zum nächsten führen würde. Dann gehe ich, glaube ich, nochmal zu Le Coq and Le Pouce. Vielleicht finden wir da noch was Neues. Ich mag es, wenn ich mich gut auskenne in einer Stadt, ja? Also, ich fühle mich dann viel mehr... Wenn meine Schicht vorbei ist, gehe ich in diese billige... Hey, wer ist da? Niemand? Ich fühle mich dann viel mehr wie ein Teil dieser Welt. Ich meine, gut, jetzt bin ich umsonst erstmal 2-3 Runden hier rumgelaufen. Da werde ich wahrscheinlich auch einiges für euch rausgeschnitten haben, einfach damit es nicht so zäh ist zum Zuschauen. Aber, dadurch, dass ich jetzt 2-3 Mal durch die gesamte Stadt gelaufen bin, habe ich schon ganz gut im Blut und finde automatisch zu den Orten, ohne auf irgendwelche Karten gucken zu müssen. Das finde ich echt nice. Ich fühle mich einfach noch mehr drin. So, dem einen, dem Liko, dem, also so hieß er, oder? Die Blauhaut da, Blue Man, Drecksack, dem haben wir ja schon geholfen quasi, auch wenn es vielleicht die falsche Person war, die wir da verklagt haben. Aber ich wollte noch kurz gucken, kannst du mir vielleicht... Willkommen im Rooster and Kitten, guter Mann. Ihr möchtet mit eurer Bestellung vielleicht noch warten, bis eure Freunde hier sind. Alles klar. Ich dachte, vielleicht kann ich irgendetwas bereits machen. Kann ich hier mich noch bedienen irgendwie so an dem... roten Tuch? Ich bin mir nicht sicher. Ich habe zwar schon einige Sachen gefunden, aber ich bräuchte noch eine Fackel hier. Irgendetwas, was Feuer macht. Weil ich muss ja das Schwarzpulver auch irgendwie entzünden können. Und wenn nicht, aber... Wasser? Vielleicht waren auch unten die Zimmer. Das kann natürlich auch sein. Hier ist ein Gitter davor, ein Gatter. Wo kriege ich was her? Ich bin jetzt im Rooster und Kitten... Nochmal alles abgelaufen, wirklich Meter für Meter bin ich den gesamten Bereich abgelaufen. Aber ich habe immer noch nicht gefunden, was ich dort machen kann. Momentan bin ich echt ein bisschen ratlos. Und man bringt ganze Schiffsladungen her. Sie brauchen sicher Tausende. Der Aufschrift zufolge sind in dieser Kiste Steinschlossteile. Jetzt kann ich auf einmal mit der Kiste interagieren? Damn! Oh, warte! Beim ersten Mal, als ich das Ding mit einem Auge angeguckt habe, hat er gesagt, oh, irgendwelche Lieferungen, da, Asadi, irgendwas ist da drin. Beim zweiten Mal angucken, oh, da sind Steinschlossteile drin. Und beim dritten Mal kann ich die Sachen rauspicken. Aber nee, beim Seil hat er auch 4-5 Mal das gleiche gesagt und ich konnte es trotzdem nicht aufheben. Oh, ich bin so verwirrt, wovon hängt das ab, wann ich das aufheben kann und wann nicht. Dammit. Feuersteinteile für die Steinschlossmuskete. Ah, guck mal, und da haben wir schon das Ding, womit wir Feuer machen können. Danach habe ich gesucht fürs Schwarzpulver. So, können wir irgendwas davon kombinieren irgendwie jetzt? Irgendwie so zum Schleudern des Steines oder mit dem Nagel? Nee, ne? Okay, pass auf.
Gut, man muss auch dazu sagen, es muss ja nicht sein, dass wir jetzt schon alle Items benutzen müssen. So, ich frag mich. Oh, Gegenstand platzieren. Oh, echt? So einfach? Was wollen wir platzieren? Weil Schwarzpulver ist ja eigentlich... Really? Ach so, okay. Und dann jetzt... Nehme ich so... Ja, genau, die Lunte! Wusste ich's doch! Und dann... Oh, what? Upala. Nee, nicht wieder einstecken. Kann ich auch irgendwas anderes damit kombinieren? Nee, oder? Sehr witzig. Die Kiste brennt nicht einfach so. Ich muss sie mit etwas leichter Brennbarem entzünden. Ja, ja, I know. Mich hat nur gewundert, dass ich das... Ups. Na, komm. Ah, ich muss auch noch im richtigen Winkel das machen. Oh Gott, die Wache kommt. Was macht ihr hier? Wird er mir die anderen Sachen mitgegeben haben, oder? Nee, okay, die liegen immer noch da. Ist ja witzig. Ich dachte, er wird vielleicht sagen, was habt ihr da alles hingelegt? Fuck! Wo ist er hin? Ach, er ist wieder zurück. Das ist ein robustes Seil. Wahrscheinlich vollgesogen mit Salzwasser. Ohne Stahl kann man mit dem Feuerstein keine Funken erzeugen. Ich weiß, deswegen... Steck's doch rein! Fuck! Ich will den Nagel hinten in das Seil reinrammen und dann mit dem Feuerstein auf den Nagel schlagen. Das ist mein eigentlicher Plan gerade, aber irgendwie... Will er die, weil ich dachte, natürlich kann ich nicht mit dem Feuerstein einfach nur Feuer entzünden, aber wieso kann ich das nicht? Komm. Jetzt ging's auf einmal. Goddammit. Ich glaube, ich muss es echt für die Sachen öfter probieren.